Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten offiziellen Video. Ihr hattet ja schon vier Testvideos von mir gesehen. Und nun geht es los. Wir let's playen FIFA World Cup Germany 2006, das offizielle Videospiel. Ja, und da machen wir ein großes Turnier, FIFA WM 2006. Ich habe dazu schon was gespeichert, also. Weil ich hatte vorher noch schon ein Video gemacht, da kam ich auch in der Zeitbegrenzung nicht hin. Deswegen habe ich Mannschaft schon alles eingestellt. Ich habe mich für Argentinien entschieden. Da ich Euro 2008 das offizielle Videospiel schon gekauft habe und wenn ich hiermit fertig werde, dann dazu ein Let's Play starte. Also kommen da dann die europäischen Mannschaften. Deswegen habe ich mich für den zweitstärksten Kontinent entschieden. Das ist in dem Fall der Südamerika. Ja, dann fangen wir mal an. Hier habe ich meine Aufstellung. Und ja, das erste Spiel haben wir gegen Chile. Stellen wir eben schon die Trikots an. Gut, dann können wir starten. Und hier vor jedem Spiel kommt eine kleine Information von dem Gegner oder von dem eigenen Team über das Land. Finde ich eine gute Idee. Wundert euch nicht, wenn der Spiel, wenn das Bild manchmal ein bisschen flimmert, liegt an dem Aufnahmeprogramm. Ja, da fängt es auch an. Das kann man überspringen und dann geht es direkt ins Spielgeschehen los. Nicht wundern, ich habe Ergebnisanzeige und da ausgeschaltet, da das während dem Spiel ganz schön stark flimmert. Ihr habt es wahrscheinlich in den Testvideos gesehen, habe das leider nicht in den Griff bekommen, deswegen habe ich es einfach ausgeschaltet. Ihr könnt ja Spieler und Ball und Rasen sehen und ich denke, das ist das Hauptsächlichste. Und die erste Chance. Gut gehalten vom chilenischen Torwart. Unsere erste Ecke. Und aufs Tor und die nächste Ecke. Kommt reingeflogen. Keine Gefahr. Zur Halbzeit werde ich einen kleinen Break machen, da ich das nicht alles auf ein Video bekomme, während hier das 1 zu 0 jetzt wird. Schön gemacht von Tevez, der den Ball nur ins leere Tor einschieben muss. Toll gemacht. Also, ich werde zur Halbzeit ein Projekt machen, da ich nur eine Begrenzung von 10 Minuten pro Aufnahme habe. Also wird jedes Spiel aus zwei Parts bestehen, praktisch. Spielstärke habe ich im Profi eingestellt. Wie es aussieht, werde ich das im Laufe des Turniers noch ändern. Falls mir das einfach alles zu leicht wird, werde ich das auch in Weltklasse dann hoch. Schieben. Jetzt die nächste Möglichkeit hier für uns. Oh, und das war ein guter Kopfball, aber der geht daneben schade. Und da unten sind die anderen Spielergebnisse eingeblendet. Und Einwurf für uns. Nächster Einwurf für uns. Wundert euch nicht, wenn ich das ein bisschen, also ich mache das das erste Mal, dieses Let's Play, und ja, wenn ihr Kritikpunkte habt, dann könnt ihr mir das ja in den Kommentaren mitteilen, was ich noch besser machen kann, was ich schon gut mache. Würde mich freuen, wenn ihr das machen würdet. Einfach nur, damit ich weiß, wo ich dran bin, was ich das nächste Mal vielleicht verbessern kann. Ja, das wäre schon nicht schlecht, wenn ihr das machen würdet. Das Spiel habe ich glaube ich vor 4, 5 Jahren oder so mal gekauft, weil es so billig in meinem Elektromarkt war. Ja. Und seitdem habe ich es öfters mal gezockt, jetzt aber ist dann immer wieder mal im Schrank verschwunden. Jetzt habe ich es mal wieder rausgeholt und
Dazu habe ich jetzt halt hier ein Video mal diese Staffel gestartet. Ich denke, das ist mal ganz lustig, so alte Spiele doch noch mal wieder zu beleben. So, wie lange haben wir noch zu spielen? Nach 35 Minuten sind gespielt, also noch 10 Minuten in dieser Halbzeit. Die Halbzeit lang beträgt uns 4 Minuten. Paraguay führt 1 zu 0 gegen Peru. Wir führen auch hier 1 zu 0 durch das frühe Tor von Carlos Tevez und seiner, jawohl. Da hat Tevez wieder zugeschlagen. Das sieht schon sehr souverän aus. Also wie gesagt, da werde ich das vielleicht demnächst schon auf Weltklasse erhöhen. Falls euch da oben das www.bandicam, das sollte euch nicht weiter stören, ist halt wegen dem Aufnahmeprogramm. So. Gleich müsste Halbzeit sein, dann mache ich ein Projekt und dann sehen wir uns auch gleich wieder dann. Und da haben wir schon Halbzeit, 2 zu 0 durch den Doppelpack von Carlos Tevez. Wir sehen uns gleich wieder.